Also der Stoff ist einfach nur lächerlich dünn. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, aktuell bin ich, wie man es bei den Daily Vlogs, erster Link in der Infobox, eh schon bemerkt hat, mitten in der Vorbereitung für die zweite Kollektion von M&M. Letztes Thema war ja Mexican Standoff, dieses Mal heißt das Thema Britain Brawl. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in die Geschichte England, sehen uns so vielleicht nicht die ganz glorreichen Zeiten, sondern die dunklen Stellen an und das wird das Thema sein meiner Kollektion. Es wird hier nach und nach mehr kommen auf dem Kanal, Instagram-Kanal M&M Vienna. Da gibt es immer wieder Sneak Peeks von einzelnen Dingen. Seid auf alle Fälle am Start, dann seht ihr vielleicht auch schon bis zum Drop, der hoffentlich im April sein wird, wie die Kollektion aussieht. Ich will aber gar nicht mehr länger über die Kollektion quatschen, sondern, liebe Freunde, über eine Marke, die aktuell absolut im Hype ist. Dior sieht man mittlerweile überall. Rin hat letztes Jahr seinen Song Dior 2001 gedroppt und da begann der Hype schon langsam sich aufzubauen. Rin ist sowieso dafür bekannt, dass er im frühesten Moment erkennt, welche Marken Potenzial für die Zukunft entwickeln und da immer einer ist, der als erstes am Start ist. Ein absoluter Trendsetter und auch jemand, der sich mit Mode auseinandersetzt und einfach Ahnung hat. Das muss man Rin auf alle Fälle anrechnen. Jetzt hat ein YouTuber vor kurzem oder vor ein paar Wochen ein Video rausgehauen, das heißt Dior, Hype zurecht. Ich habe mir gedacht, wir sehen uns das Video einfach gemeinsam an. Illy heißt der YouTuber, der macht immer wieder nicen Content. Ich habe den auch in der Infobox verlinkt, also schaut auf jeden Fall vorbei, lasst ein Abo da auf Ehre. Und wir sehen uns gemeinsam das Video von ihm an. Der hat eine Mega-Doku, ich habe zum Teil schon hineingesehen, am Start. Die werden wir uns gemeinsam ansehen. Ich werde das Ganze kommentieren und auch vielleicht ab und an mal was hinzufügen, was ich vielleicht noch von Dior also mitbekommen habe, weil ich so ein bisschen die einzelnen Designer verfolge und da natürlich sehr interessiert bin. Ich will gar nicht mehr länger quatschen, schauen wir in das Video von Illy rein. Ich hoffe, ich überlebe das. So, wird schon. Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um das Standing bzw. den momentanen Hype von Dior. Ich glaube, ihr habt alle mitbekommen, dass Dior so mit die krass gehypteste Brand zur Zeit ist. Es gibt gefühlt nichts, was krasser im Netz rumgeht und was mehr auf Social Media geteilt wird als irgendwelche Bilder oder Pieces von Dior. Ich möchte heute einfach klären, ob das Ganze komplett overrated ist oder ob Dior dem Hype gerecht wird und ob das wirklich so eine krasse Brand ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Jetzt aber gerade jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob das in dem Video auch thematisiert ist, aber der Dior Jordan, der herausgekommen ist, der ist natürlich absolut krass. Also der ist jetzt schon, der ist ja noch nicht gedroppt, beim Resale auf 46.000 Euro auf StockX gelistet, bei einem Retailpreis von 2.000 Dollar. Da habe ich erst vor kurzem eine Diskussion mit Hallo Daniel gehabt, der gemeint hat, das ist absolut nicht gerechtfertigt, 2.000 Euro für einen Nike Jordan zu bezahlen, weil der in China produziert wird für vermutlich 20 Euro. Was man aber dazu sagen muss, was viele nicht wissen, das ist Handmade Material aus Italien. Das heißt, dieser Sneaker wird nicht irgendwo in normalen chinesischen Nike-Firmen produziert, sondern tatsächlich direkt in Italien handgefertigt. Das heißt, jedes Piece ist ein Unikat und es wird tatsächlich auch Leder verwendet. Und wenn man jetzt mal die Saddleback vergleicht vom Preis her von 2.200, sind wir da bei Sneaker mit 2.000 Euro in einer Price Range unterwegs, die verglichen jetzt mit der Saddleback, absolut in Ordnung geht, meiner Meinung nach. Mal zurück in die Vergangenheit, denn Dior wurde 1946 in Paris gegründet und auch schon damals waren Dior-Kleider was sehr, sehr Besonderes. Alle Frauen wollten unbedingt so ein Dior-Kleid haben, es war damals schon sehr angesehen. Man muss auch sagen, dass Dior auf keinen Fall unbekannt ist, nur war das eben so, dass Dior die letzten Jahre im Streetwear-Bereich bzw. in diesem Fashion-Game für jüngere Leute unter 30 absolut nicht relevant war. Genauso wie wir es bei allen anderen Marken auch sehen, also Louis Vuitton hatte kein gutes Street-Style-Standing in diesem Bereich, einfach weil der Designer nicht gepasst hat, der witzigerweise genau der Designer war, der jetzt Dior zu einer Street-Marke macht, sondern Virgil Abloh hat hier wirklich einen großen Effekt gehabt, dass diese Marke Louis Vuitton jetzt das Street-Style-Standing hat und vor allem auch die jüngere Generation mit Money anspricht, was da vorher nicht so krass der Fall war, bis auf diese ganzen Baller und Bonzen, die halt wirklich plakativ zeigen wollten, was sie haben. Weil die Designsprache der einzelnen Kollektionen einfach nichts war, was für Leute wie dich und mich gedacht war. Seit 2018 ist das Ganze aber etwas anders, denn Kim Jones wurde in diesem Jahr Creative Director bei Dior und ging somit von Louis Vuitton weg. Das letzte Krasse, was er bei Louis Vuitton gedroppt hat, war die Kollabo mit Supreme, wo er ja auch schon eine High-Fashion-Brand mit einer Skateboard-Brand, was natürlich eine absolute Win-Win-Situation für beide Marken war, krass kombiniert hat, und das Ganze hat echt sehr, sehr viel Ansehen gehabt und in ähnlicher Form ging das Ganze
Ganze dann auch bei Dior weiter, denn er hat dann eben auch versucht, Dior etwas alltagstauglicher und jünger zu machen, was er auf jeden Fall auch geschafft hat. Populäre Beispiele sind auf jeden Fall Sneaker wie der Dior B22, was so... Ja, das ist dieser Converse-Verschnitt, den viele von euch kennen, den feiere ich auch extrem. Ein Dad-Sneaker beziehungsweise... Ah, scheiße, genau, verwechselt. Bei B22 ist dieser Sneaker hier und B23 ist dann der Chuck. Da ist, was gar nicht mein Stil ist, gefällt mir absolut nicht, aber ist auf jeden Fall ein krasser Schuh und ein sehr schöner Runner. Ja, nice Dolce & Gabbana Sneaker, Bro. Auch wenn mir die Kategorie selber nicht gefällt, aber für einen Runner sieht er echt gut aus. Aber auch so Schuhe wie die Chucks bzw. die Dior B23 sind... Der Oblique ist halt Wahnsinn, mit dem Weiß mega, mega schön. Das sind eben diese Converse Chucks im Dior-Style mit dem Oblique-Muster. Finde ich sehr, sehr geil, aber ist auch nicht so mein Kleidungsstil, deswegen nicht wirklich was für mich. Ganz anders ist da eben der Jordan 1, der jetzt bald rauskommen wird in Zusammenarbeit mit... Ah, ist schon drin, okay. Also sehr gut am Start. Kim Jones und Dior. Das Ganze ist ein Jordan made in Italy. Das heißt, ein sehr qualitativer und einfach detailverliebter Schuh. Das sieht man schon in einigen Videos und On-Feed-Aufnahmen. Ja, da war Kim Jones auch derjenige, der hat ein paar so Leute am Start, die ihn schon länger begleiten, die auch in diesem Street-Style-Segment sind und die bekommen diesen Schuh einfach. Also das erste Mal hat man den Schuh geleakt gesehen bei irgendeinem Freund, der das abfotografiert hat. Ging gleich um die ganze Welt, dieses Bild. Also der hat schon seine Homies am Start, die immer wieder mit dem Dior-Stuff natürlich auch versorgt werden und so natürlich auch an Reichweite gewinnen, ganz klar. Was ich auch sehr geil finde, die Sohle vom Schuh selbst besteht aus echtem Leder mit dem Monogrammmuster auch nochmal versehen. Es ist einfach insgesamt ein sehr stimmiges und wahrscheinlich auch extrem qualitatives Gesamtbild, was da auf uns zukommen wird. Viele sagen ja, das ist der krasseste Jordan, der jemals rauskam. Finde ich persönlich auf gar keinen Fall. Es gibt viel, viel schönere Colorways, doch der Release an sich ist trotzdem sehr cool. Nur finde ich, dass es von der Farbgebung und vom generellen Aufbau auf jeden Fall bessere Jordans gibt. Aber ich finde den Jordan absolut nice. Das wäre auch so ziemlich der einzige, bis auf den Travis Scott, den ich persönlich anziehen würde, weil mir gefallen Jordan nicht an meinem Fuß, keine Ahnung, ist einfach so. Ich finde es auch einfach nice, dass diese Zusammenarbeit dadurch entstanden ist, dass Kim Jones Jordan 1 selber auch extrem feiert und dann ist eben diese Zusammenarbeit entstanden. Ist einfach, wenn ihr mich fragt, ein ziemlich cooler Ansatz und auch so Dinge wie das Lizenzmarketing hat Dior wirklich mit groß gemacht. Das heißt, das ist nämlich der große Vorteil an Dior, dass die nicht alles selber machen, sondern sehr viel das auslagern an andere Firmen, so wie Supreme das auch mit Champion und mit allen möglichen Firmen gemacht hat. Das heißt, es wird produziert in anderen Firmen, die kümmern sich um das Ganze, aber die haben noch ihren Stempel mit Dior oder in dem Fall eben Supreme drauf und haben dort wirklich eine große Bandbreite, die sie mit ihrer Marke bedienen können. Sehr, sehr nice und gutes Konzept vom Marketing her. Einfach, dass es neben der Kleidung auch so Sachen wie Düfte, Sonnenbrillen oder auch Schmuck von Dior gibt, nur dass das eben von anderen Leuten produziert wird, um es ganz grob zu fassen, aber unter dem Namen von Dior läuft. Und ich persönlich bin gerade vom Schmuck von Dior extrem überzeugt. Es sind sehr coole Sachen. Und wenn man so überlegt, wie viele andere Brands das heutzutage auch aufgegriffen haben und Lizenzmarketing fortgeführt haben, ist einfach ein krasser Impact, den Dior schon damals in seiner frühen Phase auf andere Brands hatte. Und gerade in Angesicht dessen finde ich es einfach sehr nice, dass Kim Jones einige alte Motive vom Gründer Christian Dior wieder neu aufgreift. Und das sind genauso die Dinge, die ich nice finde. Wenn sich die Geschichte wiederholt, die Mode wiederholt sich ja auch, wenn alte Dinge aufgegriffen werden, eine Storyline dahinter steckt, dann schenkt das dem ganzen Produkt einfach nochmal viel, viel an Mehrwert. In die momentanen Kollektionen mit einbringt und es eben einfach modernisiert. Was ich dabei sehr cool finde, ist, dass das Wachsprint-Verfahren, mit welchem Kim Jones hier arbeitet, einfach eine sehr kreative Art und Weise ist, Prints zu remaken und einfach neu aufzusetzen, ist sehr kreativ und wenn ihr mich fragt, sind eben auch so Dinge, wie dass die Saddlebags jetzt langsam zurückkommen. Ja, die gab's schon mal. Kim Jones hat die einfach erneuert und mehr auf die Needs der heutigen Generation angepasst und genau solche Dinge finde ich mega, mega nice. Einfach unglaublich geil, weil es das damals schon gab und das Ganze jetzt durch Kim Jones modernisiert und für uns angepasst wird. Durch Kim Jones wird die Marke an sich einfach insgesamt irgendwie jünger und richtet sich dadurch natürlich auch automatisch an die jüngere Zielgruppe. So Tatsachen wie, dass bald eine Dior-Stussy-Kollabo rauskommt, sind dann aber auch noch so Dinge, die das ganz einfach perfekt... Finden sich einige nice, Dior und Stussy, nicht so mein Fall einfach. ...widerspiegeln, dass Dior einfach jünger wird, sage ich mal, und dass es
einfach insgesamt einen Umbruch bei der Marke gibt. Was ich in der Hinsicht auch noch übertrieben geil finde, ist einfach, dass das Ganze nicht irgendwie gedruckt wird, sondern dass die einzelnen Prints von Sean Stussy mit Hilfe von Glukosemasse hergestellt werden. Und zwar läuft das Ganze so ab, dass die Glukosemasse so lange vermischt wird, bis man den richtigen Farbton gefunden hat. Und dann wird diese knetartige Paste so lange verformt und überarbeitet, bis man wirklich ein perfektes Spiegelbild vom eigentlichen Print hat. Und wenn das Ganze dann auf den Klamotten drauf gedruckt ist, sieht man dann auch wirklich, dass das alles Handarbeit ist und das. Okay, das finde ich nice. Das wusste ich persönlich nicht, aber das finde ich mega, mega nice, dass hier auch neue Techniken entwickelt werden. Was allerdings die Qualität angeht, kann ich. Ich muss mich einfach jedes Mal wieder über das sauteure Dior-Shirt in der Sorayama-Kollektion, was ich mir gekauft habe, über das muss ich mich einfach jedes Mal ärgern, weil einfach hier ganz normaler PVC verwendet wurde. Das bedeutet, wir haben ein eh schon viel zu dünnes Shirt, also der Stoff ist einfach nur lächerlich dünn. Ich habe da drüben ein 3,50 € Shirt liegen, das hat eine bessere Qualität als dieser Stoff vom Feeling her und von der Haptik, wenn du das angreifst, ist einfach dünn, rau, du kannst es nicht in der Waschmaschine waschen und auch wenn du es per Handwäsche wäschst, dann wälzt sich einfach, ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, aber es wälzt sich einfach dieser PVC-Print auf. Und das ist so mega scheiße, schaut euch das mal an. Also ich bin absolut enttäuscht von diesem Shirt. Ich finde auch den Fit nicht so nice, ich habe das in Large genommen, müsste aber ein X-Large eigentlich nehmen. Und auch hier, der Kragen, der wälzt sich auf und da bin ich einfach nur mega, mega enttäuscht. Ich habe mir das Shirt wegen dem Design gekauft und bin wirklich eingefahren. Da wirklich sehr viel Detailliebe drinsteckt. Deswegen, wenn ihr mich fragt, so als kleines Fazit, der Hype um die Brand ist absolut gerechtfertigt, also meiner Meinung nach somit das Krasseste, was es zurzeit gibt, aber eben einfach aus anderen Gründen, wie dass der Jordan 1 2.000 € kostet und sehr, sehr teuer ist, sondern einfach aus diesen Gründen, die ich in diesem Video angeführt habe. Ich hoffe, ihr konntet es so ein bisschen nachvollziehen und teilt meine Meinung. Wenn nicht, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ja, sehr nice. Auf jeden Fall eine wirklich interessante Doku, würde ich das schon nennen. Gut gemacht, Ili, wie gesagt. Liebe Leute, lasst ihm auf jeden Fall ein Abo da, macht sehr, sehr wertvolle Beiträge, finde ich nice, weil ich sie auch hier wiederverwerten kann und nicht eine eigene Doku anfertigen muss. Schreibt mir unbedingt noch eure Meinung zu Dior in die Kommentare. Findet ihr die Brand nice? Findet ihr die Brand overrated? Habt ihr vielleicht selbst was von Dior zu Hause? Würde mich auf alle Fälle interessieren. Liebe Leute, nicht vergessen, schaut bei meinem Vlogging-Kanal vorbei. Erster Link in der Infobox, gibt es Daily Vlogs am Start und natürlich auch MEM Vienna auf Instagram. Da kommen jetzt immer wieder neueste Informationen zum Drop Britain Brawl. Mega nice, ich freue mich. Wir sind gerade mitten in der Vorbereitung und ja, ich kann nur sagen, es wird Minimum genauso nice wie die erste Kollektion. Wir setzen noch ein bisschen was drauf. Liebe Freunde, das war's von mir. Danke fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Vermutlich wieder am Sonntag, ansonsten jeden Tag auf meinem Vlogging-Kanal. Das war's von mir, euer Maximilian. Ja?